Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres digitalen Magazins. In einer ganz besonderen Kulisse, denn wir besuchen ein Hallenturnier, The Dutch Masters. Die sind auch ein Teil des Rolex Grand Slam, so wie wir auch. Und wir werden für euch exklusiv hinter die Kulissen blicken und ich darf mich auch ein bisschen nützlich machen. Hier wird sich gerade bereit gemacht für den Wettcheck der Dressurpferde. Ich glaube, da seht ihr ein nicht ganz unbekanntes Pferd. Ihr seht Queen Dalera mit ihrer Jessie und ihrer Pflegerin Anna. Jetzt geht's gleich langsam los. Da seht ihr schon den Rest der Dressurpferde. Wir sind alle gut angekommen. Ich bin jetzt vor 3 Stunden erst angekommen und wir haben uns schon ganz gut gesettelt. Ja, ihr seid auch gerade schon ein bisschen gejoggt. Wie fühlt sie sich an? Was sagt sie hier zum guten Turnier? Sie fühlt sich eigentlich sehr, sehr gut an. Vor allen Dingen hat sie genau die perfekte Mischung aus Lässigkeit und Vorfreude. Was ist so der Unterschied für Dalera zwischen einem Hallenturnier und so einem Outdoor-Turnier wie zum Beispiel bei uns? Ja, spannend wird es einfach jetzt, wie sie wieder mit so vielen Zuschauern umgeht. Weil ich glaube, es sind relativ viele Zuschauer da. Über 2000, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Das weiß man immer nicht, weil es waren jetzt doch einfach so unterschiedliche Turniere. Also ich glaube, draußen drinnen macht keinen Unterschied. Aber hier ist ja die Arena sehr groß. Also da sitzen die Zuschauer nicht wie in Neumünster beispielsweise im Viereck, sondern die sind ein bisschen weiter weg. Das ist entspannt eigentlich total. Wie sehen eure nächsten Tage so aus? Morgen ist der erste Wettkampf. Ja. Wie sind dann heute nochmal die Vorbereitungen? Heute Abend ist offizielles Training. Und da machen wir wie so ein Mini-Check-up, wie so Vokabeln abfragen. Und morgen früh werde ich sie dann Schritt reiten, vielleicht ein bisschen leicht traben, aber mehr auf jeden Fall nicht. Und dann ist ja schon die Prüfung. Ich sage immer, was wir jetzt nicht können, lernen wir heute und morgen auch nicht mehr. Also weniger ist mehr. Weniger ist mehr. Ja. Da sieht man wieder. Ein Pferd ist ja auch nur ein Mensch und muss natürlich dann auch vorher vor dem Sport gedehnt werden. Isabel gibt hier gerade noch einer Schülerin Unterricht, die ebenfalls sehr erfolgreich im Dressursattel unterwegs ist, und zwar Vicky Max Theurer. Und es macht richtig Spaß, zwar so erfolgreichen Reiterinnen zuzuschauen. Vicky, wir haben dich und den wunderschönen Topas ja gerade in Aktion gesehen. Er ist aber gar nicht hier als dein Turnierpferd, sondern als dein Trainingspferd. Genau. Topas ist mitgekommen, um mal so eine Atmosphäre kennenzulernen. Und dankenswerterweise durften wir ihn mitbringen. Und jetzt können wir uns hier mal langsam an sowas gewöhnen. Ja, ihr seid auch noch gar nicht so lange ein Paar. Wie ist er denn so? Also er ist mega. Er ist wirklich toll. Er ist ein Schätzchen. Er ist natürlich gerade ein bisschen beeindruckt von rundherum. Aber ja, es macht ganz viel Spaß, er hat ganz top Einstellungen, super Qualität, er macht einfach echt Freude, ist ein richtiger Schatz.
Wie ihr seht, der Tag neigt sich so langsam dem Ende zu. Aber es kommen natürlich jetzt noch die Springpferde an. Und da kommt der Truck eines ganz besonderen Springreiters, nämlich von Max Kühner, dem Sieger des Vorjahres. Dein ganzes Equipment drin? Ja, genau. Krass. Aber das musstest du nicht alles alleine einladen, oder doch? Nee, nee. Okay. Gott sei Dank nicht, nein. Wir haben hier gerade sehr gerechte Arbeitsteilung. Okay, wir sind gleich aber hier, also wir müssen nicht weit laufen. Ja, hast du eben bei der Anmeldung dann gesagt bekommen, wo ihr steht, oder weißt du das vorher? Ja. Da gibt es diese Reißlinie. Wenn du die in der Mitte aufreißt, ja. So, dann geht die von alleine auf. Ja. Okay. Jetzt sehen wir das Ganze nochmal in effektiv. Mal erst noch den Turnierschrank runterbringen ohne Unfall. Dann ist alles. Emma, sie den Geld touching. Wie lange bist du jetzt bei Max? Gut, fix 4 Jahre, ja. Aber ich habe mit 15 das erste Mal ein Praktikum über meine Schule bei ihm gemacht, ja. Und bin dann jedes Jahr im Sommer raus. Also kennt ihr euch eigentlich schon eine echt lange Zeit? Ja, ich kenne auch die Kinder, wo sie ganz klein waren. Ja. Hallo! Hallo! Ja, du hast Hunger, gell? Einmal seinen Turnierschrank runter machen. Ah, der wird abgesagt quasi. Ja. Ganz langsam. Sehr gut. So, den kriegst du. Du bist ein bisschen der erfahrene Hase jetzt, ne? So, dann kommst du in die Box neben Coriolis und ich gehe in die letzte. Was ist da los? Mariella, du bist jetzt angekommen, hast deine Pferde alle sicher in die Boxen gebracht. Wie ist so eine lange Fahrt für dich? Anstrengend. Ja. Aber so die letzten 100 Kilometer, da kommt dann die Vorfreude auf. Hier ganz besonders, man will es wieder so machen wie letztes Jahr. Und dann ist man umso mehr motiviert. Und dann, sobald alles hier ist und ich dann alles aufgebaut habe, dann ist man eigentlich kurz mal so in Relax-Modus. Und dann, ja, geht es morgen dann richtig los. Ihr habt ja auch so ein bisschen Mission Titelverteidigung. Ja, wir sind motiviert, wir wollen es versuchen. Wir haben Coriolis mit. Der hat sehr gute Leistung letztes Jahr auch schon gebracht und sind sehr zuversichtlich für Sonntag. Aber man weiß nie, jedem ist es vergönnt. Man hofft natürlich, dass immer das eigene Pferd das gewinnt. Wir werden die nächsten Tage Mariella, ihre 3 Schützlinge und natürlich auch Max Kühner noch ein bisschen näher begleiten. Und darauf freue ich mich jetzt schon. Ich mich auch.
Wir haben heute schon Tag 2 und wir werden heute wieder Mariella von Max Kühner begleiten und natürlich zwischendurch auch mal bei der Dressur vorbeischauen. Tag 2 startet mit Julius und Mariella, so wie wir gestern eigentlich auch schon aufgehört haben. Aber heute ist die Horse Inspection für die Springpferde und da dürfen wir die beiden mal ein bisschen begleiten. Sehr gerne. Wie gründlich putzt du immer so vor der Wetcheck? Ja, schon normal. Also einmal schön, die sind ja heute schon geritten worden. Max war ja heute schon um 8 Uhr beim ersten Pferd. Ja. Und habe ich jetzt nicht gewaschen, weil ich versuche immer, ganz besonders im Winter oder so, mit der Haut nicht so viel Wasser drauf. Und der springt ja jetzt dann gleich um 2 und dann wird er ja sowieso ordentlich gewaschen danach. Das stimmt, hast du schon deinen großen Auftritt. Was hat er denn gesagt heute Morgen beim Training? Der überhaupt nicht guckig, echt gut. Ich krieg mir in der Meldestelle davor und dann hat jedes Pferd seine eigene Nummer. Das ist immer das Gefährlichste am Fliegen, dass da dein Zeug woanders landet. Ja, bist du auch schon mal im Flugzeug mitgeflogen? Damit immer. Echt immer? Immer. Ich fliege also fast kein Turnier, wo ich nicht mitfliege. Es ist super cool. Man hat natürlich total viel Verantwortung, weil man auch auf die anderen Pferde aufpasst. Aber ich sage immer, jeder will das Beste für sein Pferd und deswegen macht auch jeder das Beste für das Pferd von dem anderen. Ja, das stimmt. Und wir sind da immer genug Pfleger und immer Erfahrene und ein paar Unerfahrene. Aber im Endeffekt kriegen wir das immer gut hin. Wie war das so vor deiner ersten Horse Inspection? Warst du dann aufgeregt? Da bin ich selber noch Pony geritten und ich war da echt richtig aufgeregt und ich hatte ein kleines Pony, was richtig heiß war und dann lief die eher mit mir als ich mit ihr. Ja, so ungefähr hat es ausgeschaut. Hallo. 883. Max Kühner. Ja. Der letzte. Thank you. Hat er wie ein Profi gemacht. Aber er war ja mega brav. Ja. Richtig abgeklärt, wie ein Großer. Ja. Während es für Mariella jetzt wieder in den Stall ging, haben wir bei der Dressur vorbeigeschaut. Unter den Augen von Bundestrainerin Monika Teodorescu landete Isabel Wert mit ihrem Qantas auf Platz 2 im Grand Prix. Erstmal herzlichen Glückwunsch, Isabel. Danke. Ihr beide habt ja heute wieder eine tolle Leistung gezeigt. Genauso wie in Aachen auch. Und diesmal wollen wir dich ein bisschen hier zu deinem Sieger in Aachen befragen. Ja. Denn wir kennen ihn ja noch gar nicht so richtig. Wie ist er denn so? Was macht ihn aus? Also hier steht er jetzt, als wenn er kein Wässerchen trüben kann, genau. Und den Charming Boy. Er ist auch ein wirklich sehr lieber Hengst, aber er ist auch ein sehr stark, mental sehr starkes Pferd. Also das ist schon eine echte Persönlichkeit. Und jetzt kommt aber mehr und mehr, dass er das für sich positiv und nicht denkt so, ich muss jetzt hier den dicken Max machen, sondern dass er immer mehr zuhört und die Leichtigkeit dazu kommt. Er hat einfach unglaublich schönes Potenzial und wirklich großartige, kräftige und dynamische Möglichkeiten, aber jetzt kommt die Leichtigkeit dazu. Und das ist genau das, was wir noch brauchen, um noch ein paar Prozent on top zu kriegen.
Okay, wir sind gespannt. Wodurch zeichnet er sich denn im Stall im Umgang aus? Ist er so eher der Clown oder der Ruhige oder auch der Selbstbewusste? Also er ist ein sehr eher ruhig, aber selbstbewusst, aber er ist auch sehr schreckhaft, also in einigen Bereichen. Das ist also, da muss man immer ganz auch gediegen und langsam alles machen, weil er sonst mal schnell sich erschreckt. Okay. Ja. Das ist sowas, das denkt man gar nicht von außen. Nee, nee. Da wird er aber so abgeklärt mit dir zusammen. Jetzt ist er müde. Ja. Das macht halt gleich ganz einen anderen Gesamteindruck, weil man so eingeflochtenes Pferd hat und das dann präsentiert. Und ich glaube auch immer so, zum Beispiel Electric Blue, der weiß ganz genau, okay, jetzt vielleicht den normalen einen, dann mache ich gerade nur so ein paar Zöpfe. Aber wenn es so eine große Prüfung ist, dann versuche ich immer ganz viele zu machen, weil ich finde das so schön, wenn es in so einer Reihe so ganz eng zusammen ist. Das sieht doch schön aus. Und das merkt ihr dann auch schon, wenn es dann um was geht. Ich habe schon gesagt, gut, dass ich noch einmal Nägel machen war. Aber halten die das aus, die Nägel? Ja. Ja? Ja. Okay. Und es ist was so, ich meine, in unserem Job, du wirst ganz schnell mal dreckig. Also, und auch, das ist halt immer so ein kleiner Teil, den gönnst du dir. Du schaffst es als Pfleger nicht oft zum Friseur, sag ich jetzt mal, wie normale Leute. Und dann ist es halt trotzdem einfach immer so ein kleines Teil und ja. Auch so ein bisschen was, was so man einfach für sich macht, ne? Genau. Ja, das kann ich gut verstehen. Ich bin früher Pony und Großpferde und Meisterschaften geritten, aber ich hatte ein gutes Pferd, ich habe viel von der gelernt, aber es hat nicht für zum Einstieg in großen Sport gereicht und bin eigentlich relativ happy. So, wie ist es? Wie es ist, genau. Ich habe gar nichts dagegen, der neben dem Sprung zu sein und neben dem Pferd zu sein, anstatt da oben zu sitzen, weil es ist trotzdem der gemeinsame Erfolg. Für uns alle, auch für die Leute daheim. Ja. Ja. Julius Seekar, Jean-Paul Collier-Rubin, Adrien van Gogh-Gaga. The defending champion of the Rolex Grand Prix had a sensational win here last year, Astrid Max Kuhn is away. Max, wir haben Mariella ja jetzt die Tage über begleitet. Wie wichtig ist jemand wie Mariella für dich? Oh, ganz wichtig, weil sie verbringt ja noch viel mehr Zeit wie ich mit den Pferden. Und das ist sehr, sehr wichtig, auch dass da eine gute Kommunikation ist dazwischen und dass sie natürlich auch die Pferde genau beobachtet, in sie reinhorcht, was sie brauchen. Und das ist sehr, sehr wichtig. Ja, zwischen euch herrscht also blindes Vertrauen. Kann man das so sagen? Ja, klar. Ich meine, ohne die Pferde bin ich kein Reiter mehr. Und sie fährt mit den Pferden durch die Weltgeschichte und muss sofort erkennen, wenn sie sich mal nicht so gut fühlen oder wenn irgendwas los ist. Und da muss man hundertprozentig vertrauen, ja. Was ist denn hier das Besondere in dem Springen? Letztes Jahr hast du hier gewonnen, den Rolex Grand Prix. Gib uns mal eine kleine Einschätzung. Wie ist es hier? Was sind so die Besonderheiten? Also erstmal ist es ein Rolex Grand Prix, einer von vier Majors im Jahr. Also die vier größten, schwersten und bestdotiertesten Springen für uns. Die sind natürlich sehr, sehr wichtig. Die streichen sich die besten Springreiter der Welt alle im Kalender an und versuchen auch hier möglichst fit an den Start zu kommen. Das ist mal das eine.
ganz allgemein der Rolex-Serie. Und Sertogen Bosch selber ist eines unserer besten Hallenturniere. Wir haben hier hervorragende Bedingungen. In der Regel auch ohne Corona ein ganz tolles Publikum, was enorm mitgeht und auch viel, viel Sachverstand hat. Und wir erleben hier halt einfach Sport auf allerhöchstem Niveau. Langsam neigt sich auch der zweite Tag dem Ende zu und da sehen wir noch mal Mariella. Sie flechtet das letzte Pferd für heute ein, Coriolis. Hallo. Heute, jetzt steht die letzte Prüfung an. Ja. Und wie sieht dein Abend denn dann so aus? Ja, danach gibt es auf jeden Fall für alle Pferde noch mal Mash. Alle müssen noch einmal ordentlich geputzt werden, nachdem die den ganzen Tag gearbeitet haben und wurden auch gewaschen, aber trotzdem ein ordentlicher Putz, der sollte nie fehlen. Und gut, der ist heute ein bisschen eine größere Prüfung gegangen. Das heißt, er kriegt Abteil auf den Beinen und wird noch einbandagiert. Und einmal Boxen machen, Wasser auswechseln und dann sollten wir es für heute auch geschafft haben. Ja, also du hast noch ein bisschen was vor dir. Wie lange dauert das immer so circa? Also wann bist du dann heute? Im Bett, kannst du schon absehen? Na, das ist immer schwierig, was dazwischen kommt. Meistens trödelt man dann noch ein bisschen rum. Macht sich ja dann auch gar keinen Stress mehr am Abend. Und ja, ich denke mal, es wird so 22 Uhr, 22.30 Uhr, wo ich wirklich mit allem fertig bin und sage, jetzt kann ich beruhigt die Pferde da lassen und schlafen gehen. Wann geht es dann morgen für dich wieder los? Ich schätze mal, die Prüfungen werden nicht vor mittags anfangen. Das heißt ganz normal, wie zu Hause, um 7 Uhr im Stall. Müssen füttern und abwarten, ob der Reiter kommt oder ob wir eine Runde spazieren gehen. Alles, was so dazugehört. Dann sagen wir auch einmal, wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Heute ist der große Finaltag. Der Rolex Grand Prix steht an. Wir sind natürlich wieder bei Mariella Backstage und gehen auf den Parcours ab und ich freue mich schon riesig. Und wir dürfen hier schon mal die Trophy sehen vor den Reitern. Ja. Ja. Gucken. Legendäre Trophy. Auch der Sturz von Killer Queen hat sie, glaube ich, gut überstanden. Ist da noch drin? Alles noch dran. Weiter. Diese Trophy hat schon viele Miles drauf. Die war schon mehrmals in Calgary, in Genf, Sertogen Bosch und Aachen, das ist, der macht schon einen Heimreise. Ich weiß nicht, wie viel Ärmel er jetzt hat. Calgary ist natürlich sehr weit, aber geht durch die Welt vom Turnier zum Turnier. Hat immer den besten Platz mit dem Parcours. Sieht alles, erlebt alles und am Ende kommt immer ein Pferd da dran. Und Scott hat ihm ja wirklich schon, hat es geschafft, den zu haben, aber das ist natürlich ein wunderbarer Cup und das ist ja, woran alles auch geht. Der Rolex Grand Slam Cup. Guck, da gehen schon viele, die zuschauen. Die schon mal geht's. Gucken? Ja. Hierum geht's. Jost, du warst ja gerade hier schon fleißig mit deinen Reitern im Parcours unterwegs. Was würdest du sagen? Wo liegen hier die besonderen Tücken? Wo muss man als Reiter besonders aufpassen? Was sagst du zu dem Parcours? Das ganze Problem ist, zwischen Start und Finishline. So wie immer. Das ist ja übersichtlich für uns. Jetzt wissen wir Bescheid. Jetzt wissen wir Bescheid. Aber okay, ist Sonntagmittag, ist Rolex Grand Slam. Wir wissen, dass das immer eine von den schwersten Prüfungen ist. Sowieso das schwerste Prüfung von der Wochenende. Und heute sieht das auch wieder so aus. Ja, wo sagst du denn diesmal, da müssen die Reiter besonders aufpassen? Das ist so eine Fehlerquelle. Ich glaube, es sind schon ein paar. Überall hängt auch ein bisschen von das Pferd ab und von der erlaubten Zeit. Der Ochser hier aus der Ecke nach der Rolex Dreifache ist ein question of really jumping. Auch hier auch diese Linie ist genau. Auch ein bisschen, ist eigentlich fünf ein bisschen vorwärts. Aber wenn die Pferde da ein bisschen, der Ochser kommt ganz schnell aus der Ecke, wenn die Pferde da in der Luft ein bisschen stehen bleiben,
Da wird die 5 natürlich ganz lang. So, der Reiter muss dann ganz schnell reagieren, ob der vorwärts geht oder ein mehr macht. Okay, wir sind gespannt. Du hast uns vorgewarnt auf die Tücken. Jetzt wissen wir, worauf wir achten müssen. Ich auch. So, da sind wir wieder. Coriolis hat mich hier schon gespottet. Hi. Mariella, wie ist der Schwung bei euch? Bei Max sehr entspannt, muss ich sagen. Ich bin schon ein bisschen nervös. Aber das ist bei großen Prüfungen, sind wir auch nervös. Das ist ja auch, glaube ich, sehr menschlich, das zu sein. Du hast ja auf jeden Fall... Au! Ja, wir durften auf jeden Fall gerade ja schon einen Blick auf die Trophy werfen. Ja? Also falls du die nachher gewinnst, wird da nicht reingebissen, okay? Kannst nicht versprechen. Nee, aber war ja jetzt auch die Tage gut drauf. Ja. Oder wie würdest du ihn einschätzen? Ja, er ist super gut drauf, er ist frech. Hengste brauchen Charakter. Oder generell alle Pferde brauchen Charakter, um so einen Sport machen zu können. Und Max sagt, er fühlt sich super an. Bisschen frisch heute, gestern war er ein bisschen müde. Also bin ich sehr zuversichtlich. Wie sehen eure Vorbereitungen jetzt gleich noch aus? Eigentlich so wie jedes normale Springen. Wir machen da nicht eine große Hexerei draus. Magnetfelddecke flechten, einmal noch mal kurz Pause geben. Die Pferde kennen den normalen Rhythmus und dann jetzt nur wegen so einem wichtigen Springen anderen Rhythmus reinzubringen, hat auch keinen Sinn. Die sind das alles gewohnt und deswegen versuchen wir eigentlich alles ziemlich gleich zu halten und fertig. Wir drücken euch auf jeden Fall die Daumen. Danke. Ne? Kann ich gerne so machen, dann sieht es aus, als hätte ich mir einen Trick beigebracht. Oder kann es vielleicht schon. Wir gucken hier gerade den Rolex Grand Prix und ich habe mir ein bisschen Popcorn geholt, weil es ist wirklich spannend. Und gerade wenn Max reitet, dann ist man doch schon mal ein bisschen nervös, wenn man das Pferd die ganze Zeit begleitet hat. Und bei den beiden habe ich wirklich mitgezittert und mitgefiebert. Im ersten Umlauf waren Max und Coriolis super unterwegs und blieben ohne Fehler. Es ging also ins Stechen. Da waren die beiden auch wieder schnell, leisteten sich aber einen Abwurf. Am Ende wurde es dadurch ein toller 9. Platz. Den Sieg holte sich ein für uns sehr bekanntes Gesicht. Denn Daniel Deusser gewinnt nach dem Rolex Grand Prix bei uns in Aachen auch die Station in Zertogenbosch. Und damit 2 von 4 Majors des Rolex Grand Slams. Diesmal aber nicht auf Killer Queen, sondern auf Tobago. Einfach nur der Wahnsinn. Daniel, herzlichen Glückwunsch, unglaubliche Runde. Wie war es für dich? Was ist das für ein Gefühl? Wie sehr freust du dich? Wahrscheinlich unglaublich. Ja, absolut. War ein super geiler Tag heute, muss ich ehrlich sagen. Warum Tobago und wie hat er sich heute angefühlt? Warum Tobago? Also ganz ehrlich gesagt, ich habe Anfang des Jahres entschlossen, Tobago für die Hallensaison hier in Europa zu lassen. Killer Queen ist momentan in Wellington und ist dort auch in den letzten Wochen schon draußen gesprungen. Warum? Weil einfach Tobago für so eine Halle auch ein bisschen gemacht ist. Also er fühlt sich gut, er hat einen sehr guten beweglichen Körper, er kann in engen Distanzen einen Galoppschwung mehr oder weniger machen. Und deshalb habe ich ihn eigentlich hier in Europa gelassen und habe mich dafür entschlossen, ihn hier in Zertogenbosch zu reiten. Und weißt du, was Tobago Killer Queen voraus hat? Ich kann nicht sagen, was er voraus hat. Alle beide haben ihre Stärken. Allerdings hier in der Halle, muss ich sagen, ist Killer Queen doch mit ihrem großen Galopp ein klein bisschen unhandlicher als so ein Tobago. Ja, das meinte ich gar nicht.
Die Trophy, die stand eben noch. Ah, die Trophy, die stand eben noch. Ja, er hat seine Nase auch so ein bisschen nach vorne genommen. Ja, aber ich dachte kurz, es war kritisch. Den Pokal doch ein bisschen mehr respektiert als Killer Queen. Als Killer Queen, ja. Boah, was für ein Wochenende, was für ein strahlender Sieger. Aber ich kann natürlich jetzt nicht einfach gehen hier, ohne noch mal bei Mariella vorbeizuschauen und mal zu gucken, ob ich noch ein bisschen was mit anpacken kann. Wir haben Glück, sie ist noch da. Hallo. Hallo, aber ein großer Teil hast du hier schon abgeräumt. Ja, ich versuche jetzt schnell LKW zu packen, Pferde aufzuladen und nach Hause zu kommen. Also geht's heute Nacht heim? Genau, heute Nacht heim und dann am Mittwoch wieder weiter. Dann schauen wir mal, dass ich dir noch ein bisschen helfen kann, auch wenn du, glaube ich, gar keine Hilfe brauchst. Sehr gerne. Okay, was kann ich tun? Vielleicht den Trolley, dann nehme ich die schwere Schubkarre. Ich folge dir. Geht das? Einfach geradeaus hier durch jetzt. Ja. Das ist ja schwer. Ja. Einmal anheben könntest, wäre es auch. Ach so, ja. Das ist immer das schwerste Ding. Okay, so, jetzt gibt es noch eine letzte Karotte, bevor es auf die Heimreise geht. Mariella, vielen Dank, dass wir dich, eure Pferde und auch den Maxi Tage über jetzt begleiten durften. Sehr gerne. Es hat uns sehr viel Spaß gemacht mit dir und mit euch. Und ich hoffe, euch da draußen hat die Folge gefallen. Ihr könnt gerne uns kostenlos abonnieren und der Folge einen Daumen hoch geben. Und deswegen würde ich sagen, gute Fahrt und bis bald. Tschüss. Bitte beiß mich nicht nochmal.